Ich überlege. Oh, kennst du das, wenn du niesen musst und es kommt einfach da Ja. draus? Das macht mich gerade so wahnsinnig, ne? Ey, das hasse ich. Da muss immer ins Licht, da gucke ich immer ins Licht irgendwo. Und am Ich hocke hier im besten, Dunkeln. ja, das ist scheiße. Ich mache jetzt eine Zweier-Mission. Aha. Einfach mal eine Stufe höher. Mit Level 5 geht es voll klar. Für dich wird es ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich halte mich ein bisschen bedeckt. Nein, das meine ich nicht. Das wird einfach ein bisschen sportlicher. Du kannst auch einen Skillpunkt verteilen. Ach Auf I so. und dann oben rechts auf Talente. Ja, ich weiß immer nicht so richtig, was ich nehmen soll. Da, wo du jetzt bist, geh auf die Crackgranate. Eins runter. Crackgranate? Ja, Ah ja. Ja, die wollte ich haben. das ist eine sehr, sehr starke Granate. Gerade gegen so große Monstrositäten. Dies ist die, die anhaftet, oder? Genau. Ja, genau, die wollte ich eh auswählen. Ich, gestern schon, aber da fehlte mir noch ein Punkt. Da Wo kann, wie? da kann, die kannst du später noch stärker machen, dass sie mehr Schaden macht. Aha. Und als Veteran kannst du auch was skillen, dass sich deine Granaten jede alle Minute von alleine auffüllen. Aha. Also Granaten sind beim Veteran richtig stark. Okay. Wie hast du das jetzt eigentlich gesehen? Okay, alles. Ich hab da Nee, nichts. Aha. wenn man eine Runde zusammen gespielt hat, ist man danach zusammen auf der Morningstar, also in diesem Hub. Und Aha. da kann man sich die Charaktere angucken. Du hast gerade neben mir gestanden, da habe ich einfach mal Ah, geguckt. okay. Wenn du willst, können wir dir auch On top again. mal ein I don't Abzeichen like holen. it. The air is too thin. Guck Was mal, heißt Owen? ich hab ja unten. Ah ne, das sieht man jetzt während der Mission, ne? Das sieht man. Zeige ich dir nach der Runde. Erinnere Aha. mich da nochmal dran. Aha. Data relay station TRS-150 can be accessed via hangar ventilation system X-14. Are we there again? I bet we're not. Irgendwie ruckelt es ein bisschen bei mir. Ja, das kann am Anfang von der Runde mal passieren. Warte mal, bis sich das ordentlich alles aufgebaut hat. Sitzt einer. Bitte? Da saß einer. Einfach töten. Scheiße. Irgendwo muss bestimmt. Gibt's doch nicht. Warum rütteln das? Es läuft nicht rund, so muss ich sagen. Kann ich schon nicht sagen, was du da schon wieder angestellt hast. Ja, alles wahrscheinlich auf Alles. alles angestellt. Alles auf hochgestellt, sozusagen. Also ich kenne deinen Rechner nicht, aber das sollte das eigentlich packen. Obwohl ich Ja. weiß gar nicht, was ich eingestellt habe. Nein. We're going this way. Wir brauchen eine Medizinstation. Da ist Demnächst. einer. Ah, geil. Die kann man ja nehmen, da kommen wir ja nicht wieder hinter. Richtig. Wenn du brauchst, bedien dich. Gerade jetzt am Anfang ist es noch ziemlich egal. Später muss man sich ein bisschen absprechen. Aha. Weil von den Aufladungen her da nicht jeder dran kann. Okay. Aber jetzt, hier ist Munition, falls du brauchst. Ja. Aber jetzt ist es noch ziemlich egal.
kommt wieder eine Monstrosität. Kannst gleich schon eine neue Granate ausprobieren. Hat an seinem Pelz gehaftet. Ja. Ich hab keine mehr. Hallo. And Rutin, stay down. Glad you're on our side, Ogryn. Such primitive methods of punishment. Death would have been held at bay much longer. Catch that gunner. Bravo! Do not do this alone. Remain as a circuit, a group. Oh, ihn hat's zerlegt. Ja, dem ist der Plasmawerfer um die Ohren geflogen. Ist eine Waffe, die super mächtig ist, aber wenn das aufpasst, kann sie überhitzen und explodieren. Dann weiß ich genau das. Aber da ist nochmal Heilung. Diesen Granaten. Powered gate. Can you guess what comes now? Comrade, where's that? Where do you want it? Idiot. Idiot. Hier ist ein großes Munipack, wenn du brauchst. Ja, nehme ich. Alter! Hat er mir eine gegeben? Ja, Scharfschützen sind übel, die ballern richtig Schaden rein. Oh, ich muss hier nach runter. Achso, jetzt warst du. Nee. Also wenn du Schaden gekriegt hast, weiß ich es nicht. Nee. Oh, ich bin tot. Ich rette dich. Smasher ist da. Danke. Danke. Kann man sich ja bedanken irgendwie. Halt mal mittlere Maustaste gedrückt. Da geht so ein Menü auf und unten rechts die zwei Hände ist danke. Ah. Ja. Krass, aber. Was sagst du? Ich wollte dir sagen, dass da Munition ist, aber das hast du schon eingesammelt. Nicht so gesund für mich. Ich war auf so einer Plattform. Ach so, nee. Einfach hier. Hier wird viel auf dich geschossen. Go
Da oben gibt's gleich wieder Heilung. Da kommt was an. Wo ist er? Wie gesagt, einfach wegstoßen. Zu spät. Ah, da willst du dich dran gewöhnen. Bei denen, die zerreißen dich halt wirklich, wenn du da nicht aufpasst. Ah, hier hat eine Heilung hingezimmert. Geht's ja, dann? Wie gesagt, da oben ist. Achso, warte, ich hol dich grad. Da oben ist eine Heilstation. Da kannst du dich voll heilen. Ja, ich bin schon voll. Aber. Nein, die Verderbnis kannst du dann auch wegheilen. Ah, ach ja, stimmt ja. Wir haben ja jetzt nicht das Grimoire. Komm mal hier die Leiter hoch. Genau. So. Und hier ist Heilung. Noch zweimal. Kannst du einmal nehmen und das Messer oder so. Sehr schön. Geil. Ammo, gut. Hä? Ammo, gut, hat er gesagt, der andere Große. Auch so ein einfach gestrickter. Ich finde ihn super. Ja. Manchmal führt der Ogryn eine Unterhaltung mit dem Veteran. Aha. Der Ogryn hat ja immensen Respekt vor den Soldaten, ne? Aha. Der sagt immer Sir zu dem. Ach so? Da fängt er dann fängt an. Sir, ich hab ne Frage. Dann sagt der Mensch und dann, ja, du musst mich nicht Sir nennen. Ich bin genau, hab den gleichen Rang wie du. Okay, Sir. Entschuldigung, ich meinte nicht Sir. Dann macht er schon gut. Was war denn die Frage? Die habe ich vergessen, Sir. Dann geht es voll lange unterhalten sich da, ob man den jetzt Sir nennt oder nicht Sir nennt. Sorry, Boss. Ja, weil er den angeschossen hat. So, wir kommen, glaube ich, jetzt schon zum Finale. Ah, okay. Da wäre dann auch nochmal Heilung. Ah, cool. Was kann ich hier gegen diese Ausgeburt hier irgendwas machen? Diese Verderbnis oder was das ist? Wo? Die auf der Erde liegt? Tentakel. Das ist der Dämon, den wir gerade töten. Da kommt ein Tentakel raus. An jedem Tentakel hängen drei Augen. Da muss er die drei Augen pro Tentakel zerstören. Aha. Und dann kommt das Oberauge raus. Warte mal, das wirst du jetzt gleich noch mal sehen. Und da muss man das Auge zerstören. Okay. Komm am besten direkt mal mit, dass du das siehst, bevor das gleich wieder tot ist. So, bist du da? Nee, wo bist du? Ah, du bist wieder runtergegangen. Komm hoch. Oh, ja, ist der Köder. Oh, Alter, das Vieh, das frisst mich. Runter von mir, du blöder Hund. Warte, ich bin auf dem Weg. Was ist das hier für ein Fleischkurs? Mutant.
Da kommt noch einer. Okay. Irgendwo. Egal. Komm her. Aha. Ist da? Ja. Ah, da oben ist er. Ja, da oben kann er auch bleiben. Hallo? Ja. Er hat natürlich mich in der Mache. So, und direkt mitkommen, dann zeige ich schon den Dämonen mit. Einfach bei mir bleiben. Morbid. Wenn ich mal so einen großen Spieler, den nenne ich Morbid. Bitte? Wenn ich mal so einen großen Spieler wie du, den nenne ich Morbid. Wie? Morbid, kennst du nicht Morbid? Ach, no, nein, wer ist denn Morbid? Das war so ein Film mit Eddie Murphy. Okay. Ah, hier sind die Augen. So, guck, hier kommen, nee, jetzt kommen die Tentakel raus. Und ja, da hängen die Augen dran, am Ende von den Tentakeln. Ah, okay. Die muss man zerstören. Und immer wenn alle drei Augen zerstört sind, gehen die Tentakel weg. Und jetzt kommt hier das Oberauge raus. Okay. Einer ist tot. Nee, nee, da hängt nur ein Hund drauf. Ah. Und jetzt, komm mal her. Ja. Das hier ist das Oberauge. Okay. Das muss man zerstören. Und dann ist der Dämon besiegt. Ach, das war's schon? Das war's schon, ja. Aber auf höheren Schwierigkeitsgraden wachsen die Augen, die Tentakel nach. Und wenn du da nicht schnell genug bist. Aha. Wo ist denn der Flamer-Typ? Wenn du da nicht schnell genug bist, kommen die halt die ganze Zeit wieder. Aha. Und dann kann sich das ewig lang hinziehen. So, wir müssen nach oben. Ah, okay. Nach oben, ganz oben. Ja. Hat schon wieder ein Haufen Verderbnis. Augen, kommt her. Alter, was war das denn schon wieder? Ja, wenn das Auge da rauskommt, dann läutert sich das so weg. Ah, okay. Achtung, wegstoßen! Oh! Zu spät. Ah, da kommt doch deine ganze Verderbnis her. Jetzt haben wir das Rätsel gelüftet. Oh, das heilt. Wenn du da aufpasst, wirst du bald aus dem Latschen gekippt, gehauen. Ja. Du weißt, was ich meine. Aber wir haben es auch bald geschafft. Das sollte jetzt nicht mehr viel passieren. Nee, Achtung, ich liebe die Musik in diesem Spiel, ohne Scheiß. Ach, die habe ich aber ausgestellt, weil... Was? Na ja, es wäre zu viel, weißt du. Zu viel des Guten. Was? Voll aufdrehen und einfach durchschnetzeln. Achtung, da kommt wieder einer. Totes Opfer. Ich hab's dir gesagt. Der haut dich um. Ich hab's dir gesagt. Mist. Egal, ich rette dich. Ohne dich verlassen wir die Mission nicht. Niemand wird zurückgelassen. Ja, das ist gut. Ich beobachte dich. Ja, ich warte halt, bis du wieder kommst. Ja, was muss ich da irgendwas machen? Nein, nein. Du spawnst jetzt gleich. Ach, da. Dann bist du quasi gefesselt in der Ecke. Kann gerettet werden. Okay. Hau mit, mein Freund. Kommen Sie mit, Sir. Ja, sehr gut. Du brauchst mich nicht so nennen. Okay, Sir. Ach, verdammt, Sir. Remember,
Ja, das war's schon. Cool. Da bin ich mal gespannt, was ich jetzt für Loot kriege. Das ist ja das Schönste am Anfang, da lohnt sich das noch so richtig. Wieso am Ende nicht mehr? Ja, du hast ja halt irgendwann deinen Kram, den du brauchst. Und das, was du dann als Belohnung von der Mission kriegst, ist ja wirklich brauchen tust, es oft nicht mehr. Was machst du dann damit? Verkaufen. Mhm. Oder, ja, das. Später, ne? Also wenn du Level 30 bist, mhm, und quasi dein Endgame-Equip haben willst. Aha. Dann verbesserst du deine Waffen mit Perks und Segen und so ein Kram. Das heißt, irgendwann ist Schluss von der Waffenqualität. Du passt dir die nur noch an. Mhm. Und du kannst dir die anpassen. Kannst du. Wo bist denn du? Warte mal. Ja, bin ich. Ah, da. Komm mal mit. Kannst du hier schon dran? Ja. Kannst du es schon benutzen? I can improve your armament if motivated. Ja. Okay. Aber ich habe in dem einen hinten, was aussieht, so Flaschen, wo du Flaschen kaufen kannst, oder was das ist. Was, Flaschen? Das sieht so aus, hier vorne sind Messer, Pistolen, also Schwerter und Äxte, Pistolen in der Mitte und dann hinten hast du noch so, sieht aus wie so ein kleiner Wackelmann, den du in die Tasche stecken kannst. Was redest du da, Matze? Geht's dir gut? Ja. Na, guck doch mal ran hier. Bist du da an diesem Schrein? Nee, wie heißt das? Ja, Schrein des Omnissiah. Genau. Und da hast du oben doch hier so drei Menüpunkte. Schwert, Waffen, also Gewehre. Ach das so, das, du bist schon einen Schritt weiter. Okay, ja. Nee, folgendes. Links sind deine Nahkampfwaffen, in der Mitte sind deine Schusswaffen, rechts sind deine Reliquien. Ach, Reliquien, okay. So, und da kannst du deine Waffen verbessern. Mhm. Würde ich jetzt noch nicht empfehlen, sage ich dir gleich. Nee. Macht, weil das kostet Ressourcen, von denen du eine ganze Menge brauchen wirst, wenn du 30 bist.